Guten Tag, mein Name ist Azel, Member der Pizza Squad, und ich begrüße euch zu einem neuen Part von Zelda Majora's Mask. Im letzten Part sind wir hier in diesem wunderschönen Raum stehen geblieben und haben ein wenig den Tempel erkundet. Und damit machen wir jetzt weiter. Und um hier weiterzukommen, müssen wir natürlich erstmal den Deku auswählen, uns in einen verwandeln und dann über diese Abgründe fliegen. Ich hoffe mal, das funktioniert. Moment. Oh. Und ja, ich weiß nicht warum, aber ich habe da gerade eine Truhe vergessen. Ihr könnt euch gerne in den Kommentaren darüber lustig machen. Hier unten ist natürlich erstmal ein Schalter, den man aktivieren kann. Warte, ging das auf Zeit? Moment. Ja, das geht auf Zeit. Da oben ist eine Sonne, was ist denn hier los? Du hast brennende Schalter, Sonnen an der Decke und was nicht alles. Man sollte es nicht übertreiben, ich fange erstmal an und wir sehen dann, wie es weitergeht. Also, weitermachen. Lass mich mal von den Winden hier tragen. Schnell. Ja, schön. Oh mein Gott. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, etwas. Was machst du? Resetten, resetten. Ja, resettet. Nice, nochmal. Nein, nein, nicht du, nicht du, nicht du. Nein, nein. Ah. Oh. Der Klatsch. Okay. Da brennt schon wieder eine Truhe. Von da kommen wir. Ich sage, es hat was mit dem Schalter hier unten zu tun. Ich habe das Gefühl, wir sollten den Raum erstmal in Ruhe lassen. Und jetzt einfach nach vorne gehen. Und jetzt passiert Folgendes. Oh, das scheint wohl der Meister der Garus zu sein. Okay, Taya, was sagst du? Hau raus, komm, hau raus. Das ist der Garo-Meister. Er ist viel stärker als ein gewöhnlicher Garo. Weich ihm rechtzeitig aus. Ja, wie gesagt, Garo-Meister. Scheiße. Alles klar, ihm darf keinen Schaden. Er ist zu krass. Er ist zu powerful. Sein Gameplay ist einfach godlike. Kann ich ihm einfach ins Gesicht schießen? Was? Was war das denn? Der hat einfach Beam Up Scotty gemacht. Der wollte auf die Enterprise. Ah, okay. Wir müssen uns nicht... Ey, was ist mit dem los? Der ist Crewmitglied der Enterprise, der ist der lebende Beyblade. Was kann der nicht, Alter? Okay, also wir müssen ihm tatsächlich ausweichen, damit wir ihm Schaden machen können. Bam. Nein, scheiße. Guter Hit, guter Hit. Hau raus, bam, ausgewichen. Okay, er guckt sich um. Immer wenn er sich umguckt, dann kann man ihn gut hitten. Da jetzt. Bam, da ist er down. Wie konntest du nur siegen? Du warst mehr als ein würdiger Gegner. Ich verneige mich vor dir, indem ich mein Herz öffne und dich an meinem Wissen teilhaben lasse. Berühre das heilige goldene Licht, das blutbefleckte rote Emblem vor dem Eingang des Tempels. So tritt eine neue Ordnung in Kraft. Die Erde wird im Himmel geboren, der Mond hingegen auf der Erde. Vergiss niemals diese Worte und gehe ich dahin, still und ungesehen. Und dramatisch. Das ist das Gesetz der Garo. Ey, du hast ein Lichtfall erhalten. So, jetzt haben wir alle drei Upgrades von den Pfeilen und so, und somit haben alle Dungeon-Items, wenn man so sieht. Also gehen wir jetzt mal hier lang. Und jetzt kommen wir... Oh, dieser Raum. Oh, wir sind sogar ziemlich weit gekommen, tatsächlich. Aber wie komme ich da rüber? Also da unten ist so eine Anhuckstelle. Da oben ist ein Viech. Spring! Ah, es ist ein Käfer. Mit Metallmaske also. Oh, Link. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Na, shit. Das war's. Na, hier unten sind ein paar Krüge. Schauen wir mal, was die können. Oh, ein paar Herzen. Nur Herzen. Ah, Tatsache. Get stabbed. Ich gucke kurz, haben wir hier eine Fee oder was ähnliches. Tatsache, hier ist eine, also mindestens eine Fee. Aber ich glaube, hier gibt es noch nicht, was ich hier reinpacken kann. Okay, und jetzt sind wir hier. Und vor diesem Ding. Vor diesem komischen Zyklopenviech. Kann ich um ihn einfach rumlaufen? Wäre auch zu einfach, glaube ich. Ich probier's nochmal, ganz schön! Na, nee, scheiße. Kann ich ihm einfach mit dem Lichtfall voll in die Fresse schießen?
Ja, es hat funktioniert. Was? Na. Ah. Muss ich dafür Lichtpfeile verwenden? Kann ich nicht auch einfach die ganz normalen Pfeile nehmen? Ich habe keinen Bock, meine Mana zu verschwenden. Tatsächlich nicht. Okay, gut, das ist eh tot. Krasser Fight auf jeden Fall, krasser Fight. Oh, eine Truhe. Ist da vielleicht die Fee drin? Tatsache. Aber hier sind noch mehr Feen. Und wir sind wieder am Anfang. Warte, bevor wir zum roten Emblem gehen, was wir eigentlich machen sollten, schießen wir dich ab. Und du spawnst jetzt, glaube ich, eine Truhe, ne? Ja. Genau. Schon wieder diese Kaklibellenviecher, Alter, bleib weg von mir. Hello. Wenn du jetzt... Okay, du willst es nicht anders. So. Get stabbed. Und nun, der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Ich werde dieses Emblem abschießen. Nun, der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Ich werde jetzt dieses Emblem abschießen und sehen wir, was es mit dem Tempel auf sich hat. Link stirbt. Und so haben wir jetzt den Tempel umgedreht und können nun das Ganze mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Hier haben wir die Fee. Da rechts geht's weiter. Dann nicht lange schnacken und weiter geht's. Ein Blockverschleppt wird uns der Weg, aber ist natürlich jetzt kein Problem mehr für uns. Ich meine, wir haben die Kraft der Sonne in unserer Tasche. Und das ganze Wasser ist jetzt weg. Ach, und dafür sind die Löcher in der Decke da. Die sind einfach nur dafür da, dass man hier jetzt gleich rumfliegen kann. Alles klar. Hier ist erstmal ein Schalter. Was machst du denn? Aha! Oh no. Aha. Ja, ich lasse es. Ah, ah. Jetzt muss ich hier ein bisschen die... Nein, nein. Was? Okay, gut. Ich dachte schon, wir fallen jetzt aber durch das Loch durch. Und eine Fee. Gucken wir erstmal auf die Karte. Genau, sollten wir vielleicht... Okay, es hat sich nichts geändert. Macht Sinn. Ah, doch. Es hat sich was geändert. Es hat sich was geändert und zwar ist nämlich der Boss jetzt woanders. Man sieht es eben, weil er im zweiten Stockwerk jetzt ist, am ersten Stockwerk, weil er sich ja umgedreht hat. Ja, die Karte ist aber ein bisschen komisch, weil wir jetzt zwei Perspektiven haben und deswegen macht die manchmal nicht so viel Sinn. Link, was machst du da? Stirb jetzt einfach nicht davon. Oder nimm gar keinen Schaden, okay. Ah, und jetzt habe ich auch den Schalter, den wir aktivieren können. Aha. Noch eine Truhe. Oh. Aha, ein Schlüssel. An den können wir gleich da oben verwenden. Ja doch, ich mach das jetzt mal. Ich glaube, der andere Raum kann warten. Das ist eh voll kacke. Da will eh keiner hin. Jetzt an den beiden Minen vorbei. Das Ding öffnen und rein da. Oh, oh. Wumpf. Oh. Man kann in den Raum nochmal drehen. Sollte ich das machen? Ich weiß es nicht. Komme ich da so lang? Ach nee, weil er hier nicht springt. Also wir müssen den Raum hier, glaube ich, drehen. Und dann gleich einfach nochmal drehen. Ja. Oh, Ich habe keine fucking Magie mehr. Ist das denn gerade dein scheiß Ernst? Ach, jo. Vielleicht ist da hinten Magie drin. Weißt du, vor dem Raum, wo du Magie brauchst, das sind natürlich keine Magiekrüge, weil warum auch? Pfeile, schon gut. Ah, Magie. Sehr schön. Dann können wir jetzt doch den Raum hier ändern. Zack. Ich mag es, wenn links da einfach so runterfällt. Alles klar. Link, ey, Mann. Wir waren hier doch noch nie, ne? Nee, Tatsache, wir waren hier noch nie. Ich weiß es doch selbst nicht mehr, Mann. Das ist alles so verwirrend. Dross Mask. Ich glaube, wir sollen den Block bis da hinten schieben. Was wir nur machen können, wenn der Raum hier umgedreht ist. Also machen wir das mal. Ach nein, den müssen wir jetzt immer wieder umdrehen. Ah, ich verstehe schon, okay.
Ich habe den Block in die falsche Richtung bewegt. So, jetzt haben wir das auch mal geschafft. Viel zu lange gedauert. Ja, aber hier sollte ich auch so hochkommen. Warte, ich farm noch ein bisschen Magie. Zack. Und natürlich noch ein paar Pfeile mitnehmen, Magie mitnehmen. Oh, shit. Oh, shit. Here we go again. So, zack. So, jetzt macht er wieder diesen Scheiß. Man kennt ihn. Du bist der Echte. Als ob das Ding einfach an der fucking Kante abgeprallt ist. Du bist der Echte. So, der ist auch tot. Ah, und da geht's runter. Interessant. Wo bin ich gerade? Ah, ich weiß, was das hier war. Das war der Raum mit den... Gut, ich habe mich schon gewundert. Ich wollte eben an die Truhe und die Truhe war schon offen, aber das ist der Raum mit den Steinsoldaten gewesen. Das war der Raum hier. Und das ist jetzt umgedreht. Ah, deswegen ist auch das Loch da. Okay. Na, hier ist noch eine Fee. Wahrscheinlich ist die in der Kiste unter mir. Da komme ich, glaube ich, jetzt noch nicht dran. Da muss ich gleich... Das kann ich... Muss ich umdrehen und dann kann ich da von unten dran. Genau, und jetzt sind wir nämlich hier in diesem Vorplatz. In diesem Innenhof. Das ist ganz praktisch. Also ich weiß nicht, ob es praktisch ist, mal sehen. Aber es fühlt sich an, als würden wir weiterkommen. Wäre auch scheiße, wenn ich... Oh, fuck. Tastenkombination. Ist doch geile Tasten. Okay, warte, soll ich dich mitnehmen? Ich nehme dich mal mit, ich habe eh viel zu viel Platz hier. Ehrlich gefangen. Wir können jetzt aber ja in diese komischen Gänge da... links von uns, wo die ganzen Schalter waren. Weil da war ja noch ein Schalter umgedreht, an dem wir nicht rankam. Und noch eine Truhe. Was? Was bist du? Hallo? Was? Wo kommst du denn her? Der Schattenarmos. Eine Tempelwache. Siehst du das rote Zeichen auf seiner Brust? Du hast das doch schon mal gesehen. Ich glaube, ich... Da ist ja noch einer. Scheiße. Hier mal weg. Weg. Fuck, ich bin falsch abgebogen. Ich bin doch nur ein hilfloser Deku. Lass mich in Ruhe. Noch, ey, wie viele sind denn hier? Okay, hier ist der Schalter. Was passiert? Okay. Ah, ich glaube, das war bei der Truhe. Also hier links. Oh, Junge, Alter, wie viele sind denn hier? So, Elegie des leeren Herzens. Schnell weg. Ah. Scheiße, das ist das Gegenteil von schnell weg. Einfach, geh einfach hoch. Ist scheißegal, geh einfach hoch. Öffne die Alter, ey. Noch ein kleiner Schlüssel. Okay, das weiter kommen wir aber tatsächlich nicht, weil ja das alles umgedreht ist hier. Und das ist auch gut so, weil ich habe keinen Bock auf diesen Raum. Weiter geht's. Jetzt sind wir in einem Wasserraum, ohne Wasser. Oh, Moment. Das Ding kann auch Laser schießen? What the fuck? Auf jeden Fall sind wir jetzt hier an dem Punkt, das ist der Mittelraum. Rettung können hier durch. In einen anderen Raum. Und zwar in diesen Raum. Reicht es, wenn ich dich einfach nur mit normalen Pfeilen abschieße oder muss ich wirklich Lichtpfeile nehmen? Ich muss, glaube ich, echt Lichtpfeile nehmen. Fuck. Wie komme ich am besten rüber? Einfach rüberspringen? Was? Jungs. Ich glaube, ich muss wirklich in das Herz der Karten vertrauen und hier rüberspringen. Oh, dieser Jump jedes Mal. Okay, spawn eine Truhe. Okay. Da dürfte wahrscheinlich noch eine weitere Fairy drin sein. Geh weg, geh weg. Hättest du bitte noch langsamer die Kamera schwenken können. Springen! Schaffe ich das? Ich glaube, ich mache einen Zwischenstopp. Hier links. Mal hier die Dinger hier wegschieße. Zack. Ach, hier, ja. Hier haben wir ja eben auch den Zyklopen besiegt auf dieser Brücke. Und das ist die Truhe davon. Ah, ich bin verhext. Ich hasse es. So, okay. Egal, weiter geht's. Und das ist wahrscheinlich jetzt ein Bossraum. Genau, ich wusste es. Und wir sind verhext und können das Schwert nicht ziehen. Geil. Und daran erinnere ich mich eigentlich gar nicht mehr. Joa.
erinnere mich an den Boss gar nicht mehr. Scheiße, was bist du? Das ist Gomez. Dieser Kampf wird niemals enden, wenn du die Fledermäuse nicht losfährst. Du weißt, was du zu tun hast. Gomez, Alter. Das ist der Tod höchstpersönlich. Sag, warte, ich werfe meine Bombe. Oh, Scheiße. Ich springe erstmal hier weg. Warte, bis meine Verhexung aufgelöst ist. Okay, ich bin nicht mehr verhext. Sehr schön. Komm schon, wir machen den jetzt einfach Bombs only, weil wir es können. Oh, danke. Ich weiß noch nicht, wo das Ding herkam, aber ich nehme es gerne. Die spawnen ja... Warte mal, ich... Ich glaube, die wollen, dass ich hier mit Magiefallen arbeite, anstatt mit Bomben. Tatsache. Da ist ein Kern. Freilegen. Und Schlangen. Jetzt auch nicht auf. Geil. Ist nicht schlimm, wenn du stirbst, wir haben eine Fairy. Ah, dieses Movement von ihm. Und dann läuft er in seine Attacke rein. Das hast du nicht geplant, aber es geht auch. Das ist eine Kante. Scheiße. Das nennt sich Kontern. Also ich muss mal kurz hier Platz gewinnen. So, weg. Das funktioniert nicht, scheiße. Wir haben noch eine Fee, oder? Ja, wir haben eine Fee. Es ist alles easy. Alles easy. Ja, nice. Braucht noch nicht mal die Fee. Davon habe ich gesprochen. Das brauchen wir. Nice. Das nehmen wir doch gerne. Mr. Bosky. Und jetzt müssen wir noch den Rest des Dungeons machen. Wo geht's jetzt hin, ist die Frage. Ich glaube, es wäre jetzt echt besser, wenn ich erstmal den Dungeon umdrehe, weil es gibt ein paar Sachen, die ich machen kann. Wir könnten uns zwei Truhen holen. Da haben wir eine Fee. Dann haben wir die nächste Truhe hier links. So, und zwar dürfte hier oben jetzt noch eine Truhe sein. Ja, habe ich so gewusst. Mit noch einer Fee. Das ist Nummer 9. Ja, wir kommen langsam im Ziel näher. Jetzt sind wir hier in diesen beiden Räumen mit den Truhen und so durch. Aber jetzt können wir... Ja, okay. Jetzt können wir hier weitermachen. Und noch ein paar Bomben. Noch eine Truhe. Mit noch einer Fee. Wer hat das Wasser wieder zurückgelassen? Normalerweise begehe ich bei Zelda Dungeons einfach den Weg lang und hoffe, dass irgendwas Gutes passiert und meistens klappt es, aber dieses Mal bin ich halt ein bisschen lost tatsächlich. Bin ich schon mal durch diesen Gang gegangen? Ich glaube nicht. Eine Sache, ich finde noch eine Truhe tatsächlich. Warum habe ich die Truhe eigentlich eben nicht geholt? Scheiße. Die Truhe muss ich gleich noch holen. Und hier ist über mir oder unter mir noch eine? Unter mir ist noch eine Truhe. Aber ich habe ja noch einen Schlüssel. Wo kann ich den jetzt anwenden? In dem Raum war da ja noch irgendwas mit Schalter und so. Und da muss ich erstmal jetzt gucken, was sich hier noch machen lässt. Bam, so. Und jetzt geht das Feuer da hinten aus. Das muss ich mich beeilen. Das ist das Gegenteil von beeilen. Ah, so close. Kriegen wir hin. Da ist auch noch eine Sonne. Moment, ich schieße erstmal die Sonne ab und dann können wir weiter gucken. So. Nee, hier kommt eine Leiter hin. Okay, das ist praktisch, aber ich muss jetzt halt immer noch gucken, wie ich das mit dem Gron hier am besten mache. Das ist nicht optimal, aber wir haben es geschafft. Bam. Und die Truhe geht oben aus. Bam, Fee. Das ist 11 jetzt, ne? Ja, 11. Gut. Aber hier ist noch eine Truhe in der Mitte, sehe ich gerade. Oh, hä? Habe ich die eben nicht geöffnet? Ich habe die einfach nicht gesehen. Mit noch einer Fee. Die rechts unten, an die kommen wir dran, wenn wir den Dungeon wieder umdrehen. Es gibt nicht mal viele Truhen und es fehlen nicht mal viele Fairies. So bekommen wir eine Abkürzung. Link ist einfach chillig. Er macht einfach rückwärts. Wenn der rückwärts fliegen will, dann fliegt er rückwärts. Wieso? Hier ist noch eine Truhe drin. Da ist noch ein Schalter. Da ist ein Kristallschalter, sehe ich gerade. Wie komme ich hier hin? Ich war in diesem Gang noch nicht. Das meine ich doch. Ich war in diesem Gang noch nicht. Ich muss hier noch rein. Und das geht nur, wenn ich dich umdrehe. Oder kann ich den Kristallschalter von hier aktivieren? Das wäre super witzig, wenn das gehen würde. Ja, das geht tatsächlich. Eine Truhe erscheint.
Ich weiß nicht, ob das so geplant war. Ich glaube nicht, aber jetzt müssen wir halt den Gang nicht abgehen. Ha, das ist die Nummer 13. Es gibt noch eine Fee, von der ich nicht weiß, wo sie ist oder wie ich da hinkomme am besten. Aber wir haben noch einen Schlüssel. Wir haben immer noch einen Schlüssel und ich weiß nicht, wo ich den hinpacken soll. Ach, hier ist noch eine Truhe. Okay, da fehlt uns da rechts. Boah, das ist voll verwirrend. Die beiden Feen sind auf den beiden, sind beides rechts. Das sieht man ja, die sind beides rechts. Da müssen die sein, das geht nicht anders. Deswegen drehe ich jetzt nochmal den Dungeon. Und guck, dass ich an die beiden Feen rankomme, bevor... Wage es ja nicht. Der campt da oben noch so wie so ein Drecksack. Okay, jetzt kommt er runter. Wie komme ich da jetzt hoch? Ist einfach geradeaus, einfach geradeaus, einfach geradeaus, einfach geradeaus, einfach geradeaus. Bitte mach es. Ja, sehr nice. Okay, hier dürfte jetzt ein Fairy drin sein. Sehr schön. Das ist Nummer 14 und jetzt muss hier noch irgendwo, muss jetzt noch die letzte Truhe sein. Da. So sieht es ganz oben anscheinend. Hä? Ich habe die Sonne noch nicht aktiviert. Ah, shit. Ich glaube, hier müssen wir dann den Enterhaken einsetzen, um da hochzukommen. Und was ist auf der anderen Seite? Wo war das? Ach, oder ist da unter uns? Ja, der ist... Nee, Quatsch, gar nicht wahr. Der ist unter uns, nicht über mir. Na, da. Einfach aufmachen. Let's go. Und... Das war die letzte Fee. Und jetzt können wir sie auch direkt zu der großen Fee bringen. Oder sie vereinigen, fusionieren, keine Ahnung. Und unseren Preis abholen. Und dieser Preis ist es echt worth it, alle diese Feen einzusammeln. Das kann ich jetzt schon mal sagen. So, und damit können wir nun auch die verirrten Feen zu ihrem Geschwarm bringen. Oh, mitfühlender junger, guter Freund. Ich bin die große Fee der Güte. Hab Dank für deine wertvolle Hilfe. Als Zeichen meiner Dankbarkeit überreiche ich das Feenschwert. Das ist schon krass. Du hast das Feenschwert erhalten. Um es einzusetzen, musst du dich zuvor mit C bewaffnen. Die filigranen Umrisse schwarzer Rosen zieren die mächtige Klinge, welche die Kräfte der Feenwelt beherbergt. Besuche mich wieder, wenn die Schrabasse den Reiseschwert auf deine Schultern lassen. Und das war auch die letzte große Fee. Jetzt haben wir alle großen Feen besucht und sie wiederhergestellt. Das hat schon was, du, das hat schon was. Und somit haben wir quasi auch den Tempel abgeschlossen. Jetzt müssen wir ja nur noch den Boss besiegen, aber das machen wir im nächsten Part. Freut euch schon mal drauf und habt noch einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, wann auch immer ihr gerade das Video schaut. Man sieht sich beim nächsten Mal. Bleibt fresh, euer Esel.